alle von uns irgendwie Auszeit bleiben müssen. Das macht auch.
alle zusammen. Wir setzen uns jetzt mal zu zweit. Peter Ablinger und ich, mein Name ist Manos Zangaris. Den allermeisten von Ihnen brauche ich, glaube ich, Peter nicht vorstellen. Soll ich dich vorstellen? Bitte. Manos Zangaris. Wir haben noch schon eine Kabel dran, einen kleinen Moment noch für. Ja. Nimm das Mikrofon. Ein guter Freund seit viel langer Zeit. Dann haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ich würde sagen, frühe 90er Jahre, schätze ich mal. Ein guter, ungeschätzter Freund, mit dem wir viele Sachen, bei vielen Projekten nahe, sehr nahe miteinander gearbeitet haben und viele Zeit miteinander verbracht haben und ausgetauscht haben und die Nächte lang durchphilosophiert haben. Inzwischen natürlich zur offiziellen Vorstellung, in der ich jetzt nun hineingeraten bin, in diese Rolle gehört natürlich Manos, ist inzwischen Direktor der Abteilung Musik der Akademie der Künste und als solcher wiederum hat er mich hier eingeladen, mit Ihnen zu sprechen und mein Stück vorzuführen. Ist alles gelogen. Nein, vielen Dank. Ich werde den Spieß jetzt nicht automatisch symmetrisch umdrehen. Ich sag mal so, Peter Ablinger ist sicherlich einer der merkwürdigsten, profiliertesten, seltsamsten, eigentümlichsten Kunstschaffenden, die ich kenne. Wir haben uns am Anfang fast gestritten, das war 1997. Er mit Daniel Ott in Römlingen, der uns beide eingeladen hatte, zu einem Projekt. Jetzt nicht, weil ich nur ins Anekdotische überwechseln will, aber zu einem Projekt, das uns, glaube ich, beiden suspekt war, letztlich. Wir gehen mal ein bisschen nach hinten. Oder wir gehen ein bisschen nach hinten. Und zwar, weil es wie eine Zwangsverheiratung war. Also wir waren mit anderen Kunstschaffenden, Komponistinnen und Komponisten zusammen in einer Art Kettenkomposition und Kettenperformance in einer Nacht in Römlingen. Das Ganze hieß Zwielicht, Twilight und fand auf einer Hochebene im Jura statt. Und wir fühlten uns, glaube ich, beide versetzt in eine Art Jugendherbergssituation, wo man also sozusagen im Kollektiv dann eine Projektentwicklung betrieb. Und so dergleichen mache ich zum Beispiel eigentlich nie. Ich glaube nicht unbedingt an eine Art Stückentwicklung in der Form, wie es zum Teil sehr erfolgreich im Schauspielbereich, im Theaterbereich zurzeit betrieben wird und stattfindet. Und ich finde das beim Komponieren und in der Musik auch historisch gesehen ist immer ein Problem. Komponisten sind Eigenbrötler. Und du hast dich natürlich als der Chef Eigenbrötler herausgestellt, sofort, für mich. Das fand ich schwierig in der Situation, aber gleichzeitig sehr sympathisch, weil du hast alles torpediert, was dann von den anderen so demokratisch auf den Tisch gelegt wurde. Also wollten sich, wie einigt man sich auf dieser Hochebene? Das war immerhin eine Fläche von 10 Quadratkilometern ungefähr, wenn man das also alles zusammennimmt. Und jede und jeder sollte sein eigenes Projekt installieren oder mitbringen, aber es sollte sich verknüpfen. Ich nenne jetzt gar nicht die Namen der anderen, es war ein internationale Kombo, sage ich mal. Und du hast erstmal alles torpediert. Ja? Und dann dachte ich, ja, sehr interessant, weil das stimmte ja auch irgendwie. Letztlich ist aber, muss ich dazu sagen, natürlich eine sehr schöne Sache dabei rausgekommen, wie bei Daniel Ott fast immer. Also er hat ein Talent dafür, Leute zusammenzubringen, Gesichtspunkten und in Verhältnisse zu bringen, die das eigentlich gar nicht unbedingt in der Form wollen. Und dann kommt was Gutes. Ich sage auch mal ganz kurz, was du da gemacht hast. Was war eigentlich ganz typisch? Du hast in meiner Wahrnehmung, während ich auf einem Baum saß, wochenlang, hast du die Gegend vermessen. Kann das sein, dass du das getan hast? Ihr seid zu zweit da rumgelaufen und habt eigentlich, es kam mir vor, ein bisschen, Verzeihung, aber ein bisschen wie, es hatte für mich so eine Tatieske, wie kann man das sagen, also wie Jacques Tati ein bisschen, bist du da rumgelaufen, mit einem Hut gegen die Sonne, es war ziemlich heiß, und einem, in meiner Erinnerung, einem Trenchcoat, auch damals schon helle Sachen, und bist da durch die Gegend gelaufen und hast irgendwas, was ich zu dem Zeitpunkt erstmal nicht ermessen konnte, probiert, ausprobiert und so unterschiedliche Positionen. Ja, also ich sage ja, also
ein hochgeschätzter Kollege mit einem für mich völlig also einzigartigen Ansatz. Ich kenne niemanden, der derart konsequent seltsame Messvorgänge vornimmt. Das war auch heute Abend, um da mal kurz hinzuschwenken, auch ein Mess, ein Prozess des Ermessens in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Ist das richtig? Ja, das kann man tatsächlich auch so sagen. Also wir haben es ja da mit einem Text zu tun. Ich kann jetzt von hier aus nicht beurteilen, wie viel Sie verstanden haben, ob es Bruchstücke davon. So ist ein bisschen die Idee, dass man einige Bruchstücke dann doch versteht von dem Text. Im Grunde wiederholt der Text, ist eine Variation über immer den gleichen Gedanken, die Fragestellung, ob es die Wirklichkeit außerhalb unserer Vorstellung überhaupt gibt oder ob alles, was wir als Wirklichkeit begreifen, nicht aus unserer Vorstellung stammt. Und dieser Gedanke wird hin und her gewendet auf fast Beckett-artige Weise, also fast musikalische Weise, würde ich sagen. Mir kam es vor, als ich den Text machte, es war wie ein Musikstück, wie man Worte variiert und vor und zurück. Schon, es ist, wenn man ihn liest, er wirkt eigentlich sinnvoll, der Text, aber eigentlich ist es ein Spiel mit dieser Musik, sage ich mal. Also über diese Grundmessage, die sich in einem Satz sagen lässt, also diese Fragestellung über die Wirklichkeit außerhalb unserer Vorstellung, ist eigentlich wird nichts zusätzlich darüber gesagt. Das wird nur immer variiert und variiert. Es kam mir auch vor, diese Worte so hin und her zu schieben und immer wieder neu aneinander zu ordnen und die Plätze zu vertauschen, mal das Wirkliche zuerst, dann die Vorstellung hinten und dann umgekehrt die Vorstellung vorne und das Wirkliche hinten, also das so zu variieren, das kann man auch vor wie so ein klassisches Variationenstück oder mindestens wie ein Morton Feldman, wo man so immer gleichen Klängen in neuen Konstellationen arbeitet. Das kam mir sehr musikalisch vor. Egal, das ist ja eine Ebene, dieser Text, von dem man eben, wie gesagt, aber nur ein paar Bruchstücke versteht, der wird im Wesentlichen verhüllt. Also hinter einem Rauschen versteckt, das wie eine Art Vorhang wirkt. Aber in dem Vorhang sind kleine Schlitze. Und die variieren von einem zum nächsten Satz. Jedes Mal mit dem Satzbeginn variiert der Schlitz, wo der Schlitz genau im Vorhang ist. Und so, ich kann es ja nicht sagen, wie es jetzt bei Ihnen angekommen ist, aber so die Idee, als wenn jetzt zum Beispiel der Schlitz, der wo was durchlässt, sagen wir mal in den tiefen Tönen ist, dann kann es eine Stelle geben, wo Sie von meiner Stimme quasi nur die untersten Frequenzen hören, ohne eine Sprache zu verstehen, einen Text, sondern vielleicht nur so etwas wie ja, sowas. Während wenn zum Beispiel der Schlitz sehr hoch ist, also im Bereich, wo die ganzen Konsonanten, Zischlaute sind, dann kann es sein, dass dann nur so ein so etwas in der Art übrig bleibt. Und je nachdem, wenn der so Schlitz so bei 2000 Hertz herum, sage ich es mal technisch ausgedrückt, das ist so ungefähr die schlechten Telefone, die alten Telefone haben eigentlich nur diese Frequenz um 2000 Hertz herum, die genügt, um einen Text zu verstehen im Grunde. Nicht? Man braucht gar nicht den Stimmanteil einer Stimme, um den Text zu verstehen. Also so wird also der Klang des Textes gewissermaßen vermessen, wenn du möchtest, also sozusagen abgetastet auf seine unterschiedlichen Anteile, nicht? Also und das eben in der Konstellation mit dieser Frage über die Wirklichkeit. Also insofern ist auch natürlich schon auch das Hören, das Erleben in meiner Vorstellung auch eine Frage nach der Wirklichkeit, weil ich mir vorstelle, dass man vielleicht mehr verstehen möchte, als man verstehen kann und sich also deswegen besonders die Ohren spitzt, um etwas zu erhaschen und in diesem Ohrenspitzen, also in dieser geschärften Absicht des Verstehen-Möchtens auch zum Teil schon wieder eine eigene Wirklichkeit projiziert. Manchmal denkt man, vielleicht, das war jetzt dieses Wort, hat es aber eigentlich selbst projiziert auf den Klang
drauf projiziert, vielleicht sogar auf das, was man sieht. Man sieht meine Lippen sich bewegen und denkt manchmal, dass man etwas hört oder versteht, hat es aber vielleicht projiziert. Also selbst im Wahrnehmungsvorgang dieses Stück findet eben schon genau die Sache statt, die also auch im Text gefragt wird, wie sehr Wirklichkeit eben von uns erzeugt wird. Warum? Du hast mir schönerweise also mir den Tipp gegeben vorher, also 20 Minuten vorher ungefähr, dass wir uns den Text noch ausgedruckt haben. Ich habe ihn dann mal studiert. Ich habe dir sofort gesagt, ich verstehe irgendwie nichts. Und aber geschrieben hast du ihn in Deutsch, richtig? Ursprünglich, ja. Warum hast du ihn in Englisch vorgetragen? Weil ich zum Beispiel heute, ich sage es mal ganz einfach aus Bequemlichkeit, in Englisch habe ich ihn schon geübt, in Deutsch habe ich es noch nie gemacht. Aber B war auch bis vorhin, bis wir das deutsche Gespräch begonnen haben, auch ein besonderer Gast heute aus China da. Und im Grunde habe ich es für Sie auf Englisch gemacht und in der Hoffnung, dass vielleicht auch noch der ein oder andere hier ist, der nicht so gut Deutsch kann und etwas davon hat. Ist der Gast still hier? Nein, sie hat eine kleine Wanderung gemacht. Ich glaube, sie schaut sich die Ausstellung an. Ja, das ist vernünftig. Das, was du beschrieben hast, also es ist so, ich habe erst mal versucht mitzulesen, weil ich hatte ja die Chance. Ich war ja der Einzige, der diesen dann in Englisch vorgetragenen Text versucht hat. Ich habe also die ersten, dieses Lippenlesen konnte ich ein bisschen aktiver betreiben. Und ungefähr nach der Hälfte bin ich aber davon weggegangen. Ich wusste ja auch in etwa, worum es geht. Und habe nämlich genau das Phänomen eigentlich bemerkt, das du gerade beschrieben hast. Es hat also geklappt. Nicht immer, aber in bestimmten Rauschsegmenten war es so, dass ich dann auf einmal eine Modulation hörte zwischen deiner Stimme und dem Rauschen. Also da gab es so eine Art akustische Schnittmenge. Und eben in einem so ziemlich schmalen Band, also Frequenzbereich, also so ein Band, was dann... Und in dem Moment habe ich umgeschaltet auf musikalisches Hören. Ich habe dann also diesen Versuch, das zu verfolgen, um dann mit dir anschließend zu versuchen, einigermaßen vernünftiges Gespräch zu führen, habe ich quasi aufgegeben und habe mich hingegeben diesem Moment, diesem Phänomen der Verschmelzung. Das ist ja diese Modulation, die da stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie das auch wahrgenommen haben. So in bestimmten Momenten gab es auf einmal so ein Band, wo wirklich diese beiden Quellen, sprich das Lautsprechersignal und die Stimme von Peter, verschmolzen und auf einmal doch so ein wundersames, also was mit Verschmelzung vielleicht immer einhergeht, das wundersame Empfinden des Verschmelzens im Moment der Differenzierung. Differenzierung ist da ja tatsächlich ein Messvorgang, sag ich mal. Dann habe ich mich dann aber so ganz ungeschoren, finde ich, darfst du nicht davonkommen. Weil das ist dann so ein Verschmelzungsphänomen, aber letztlich als Akt, gerade wenn es doch um einen Akt des Verstehens geht, jetzt egal ob über das Fragenstellen, was übrigens sehr stark thematisiert ist, es geht immer auch um die Frage, ob man überhaupt eine Frage stellen kann an die Wirklichkeit oder ans Vorgestellte oder in welcher Form, welche Art von Vorstellung generiert wird dadurch, dass man die Wirklichkeit befragt oder vielleicht aufhört, sie zu befragen. Das meinst du sicherlich mit Beckett-Test, das Paradox, was permanent drinsteht. Aber letztlich als theatraler Akt, das ist er ja in dem Moment, wenn du performst, hat es doch auch eine sehr starke semantische Wirkung und Konnotation, nämlich du sitzt da und versuchst, also für mich als der ich da sitze, durch eine Wand hindurch dich verständlich zu machen. Und umgekehrt kalkulierst du mit ein die Unmöglichkeit. Also du akzeptierst so diese Mauer, die da entsteht. Es entsteht eine Mauer. Ja, und das heißt, eigentlich ist es doch ein ziemlich, ich will jetzt nicht sagen pessimistischer Akt, aber doch ist eine gewisse Negation steckt auch drin, oder? Weiß nicht. Eine Negation... Ist das nichts Schlimmes? Ist, ne? Eine Negation... Es ist, man muss manchmal etwas wegnehmen, um etwas zu bekommen, sozusagen. Nicht? Man tut etwas weg und entdeckt was neu, also oder entdeckt etwas dahinter. Oder man bestimmte Sachen, gerade Stimme hören. Nicht? Wir sind, ist dasjenige,
worauf unser Gehör am meisten konditioniert ist, Stimme und dem Inhalt zu folgen. Wir sind da in dieser sehr, 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 sehr perfektioniert. Insofern ist es geradezu schwierig, auch überhaupt so ein Rauschen zu erzeugen, dass das wirklich verhüllen kann. Wir kennen, berühmt ist ja dieser Cocktail-Party-Effekt, wo man in der lautesten Disco-Musik sich, wo es wirklich die Hölle von laut ist, sich trotzdem verständigen kann. Wenn man ein Mikrofon zwischen die zwei, die da sich verständigen, stellen würde und sich die Aufnahme hinterher aufhört, da ist nichts drauf. Und trotzdem, wir können uns verständigen. Also wir können außer der lauten Musik nichts drauf. Also zumindest kein verstehbarer Text. Wir haben da eine ganz geschärfte, unser Ohr hat eine ganz besondere Fähigkeit, alles andere wegzufiltern. Wenn es gerade insbesondere, wenn es um Sprache geht, nicht? Da sind wir unglaublich drauf konditioniert. Und deswegen ist es gerade mit Sprache natürlich auch eine besondere Schwierigkeit, hinter die Sprache zu kommen, nicht? Also sozusagen dahinter zu steigen oder zum Beispiel, das wäre ein Aspekt davon, zur Musik von Sprache zu kommen, nicht? Also es fällt im Grunde jedem auf die Dauer zumindest schwierig, wenn ich Sie jetzt auffordern würde, ignorieren Sie bitte, was ich jetzt gerade sage. Hören Sie bitte nur die Melodie, wie die auf- und abwärts geht. Achten Sie die schöne Perkussion der Konsonanten und wie auch immer. Aber es wird Ihnen wahrscheinlich auf Dauer schwerfallen. Wenn Sie vielleicht sich eine Zeit lang konzentrieren, gelingt es Ihnen, aber dann kommt irgendwie schon wieder wahrscheinlich die eingeübte Fähigkeit oder Gewohnheit des selektiven semantischen Hörens dazu. Insofern ist es eben auch schon auch eine besondere Reiz oder Schwierigkeit, überhaupt sozusagen diesen Schritt darüber hinaus hinter die Semantik zu tun. Genau. Also Negation klingt immer so schrecklich negativ. Es ist natürlich nicht. Also es ist eher so eine bestimmte Anne. Es gibt auch diesen doch inzwischen geläufigen, diese Vorstellung der Anästhetik, also man bestimmte Dinge, die wir nicht wahrnehmen, um andere wahrnehmen zu können. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Das kennen wir ja im lebensweltlichen Gebrauch vielleicht ein bisschen, wenn wir eine Sprache nicht sprechen und dann dadurch überhaupt erst auf die klanglichen, strukturellen, musikalischen Eigenheiten aufmerksam werden können. Also ich zum Beispiel kann kein Chinesisch sprechen und Chinesisch ist extrem melodisch, wenn man das so hört. Es gibt auch jetzt noch die zweite Anekdote. Es gibt Briefe, es gibt eine Postcard von Nam June Paik, ich glaube an Herrn Steinecke, also an Darmstadt, irgendwann noch in den 50er Jahren. Paik hat ja Komposition studiert ursprünglich bei Fortner in Freiburg. Und wo er genau das eigentlich beschreibt, er sagt, er sei heilfroh, dass er in einem katastrophalen Englisch übrigens auch, also völlig rudimentiert, dass er heilfroh ist, dass er kein Deutsch kann, weil er auf die Art und Weise das so gutieren kann wie das Deutsche klingt. Ja, aber eine kleine Verzweiflung ist schon drin, bitte schön. Ich will dich nicht auf irgendwas Psychologisches hier nageln, aber if I could tear down the prison walls, I would see nothing real. Also es geht doch auch um diese, doch auch eine, mit Verzweiflung bitte auch nicht jetzt nur auf Missverstehen als eine psychologische Disposition, sondern als den Akt der Versuch zu verstehen, denn der ist ja nun immerhin vorhanden. Deshalb ist es ja auch ein Text, der hängt damit mit dem Versuch zu verstehen zusammen. Und deshalb dachte ich bei den Wörtern, mit denen hier gespielt wird, also Vorgestelltes, Wirkliches, sehr vieles und Fragen, das sind eigentlich das ist das Dreieck, von dem es ausgeht. Ich bin wirklich kein Fachmann, was Kant angeht, aber in einem anderen Zusammenhang habe ich mir einen Satz gemerkt. Alles Denken ist nichts anderes als ein Vorstellen durch Merkmale. Alles Denken ist nichts anderes als ein Vorstellen durch Merkmale. Geht es ums Denken? Den Kantsatz kann ich nicht kommentieren. Ich denke jetzt die ganze Zeit, was tun die Merkmale in diesem Satz? Aber ich kann etwas natürlich Persönliches dazu sagen. Ich würde sagen, vor 20 Jahren, und ungefähr vor 20 Jahren habe ich, also dieser Text beruht auf einem Notizbucheintrag, der ungefähr 20 Jahre alt ist. Und vor 20 Jahren
da trifft diese psychologische Situation vielleicht sogar zu, die du angedeutet hast, so eine Art verzweifelte Suche nach dem Wirklichen. Und quasi auch die Hoffnung, dass zumindest die Kunst, wenn schon sonst nicht das Leben, der Ort sei, wo man manchmal wirklich bis zur Wirklichkeit vordringen könnte. Inzwischen würde ich sagen, glaube ich das nicht mehr in der direkten Weise. Zwischendurch habe ich schon fast dazu geneigt, wirklich zu sagen, nein, es gibt keine Wirklichkeit außerhalb der Vorstellung, es ist alles nur Projektion. Inzwischen denke ich wieder differenzierter darüber, also es ist eine Geschichte und vielleicht auch eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist, auch selbst in meiner eigenen Entwicklung. Ich denke zwar nicht, dass wir direkt den Zugriff zur Wirklichkeit haben können, aber wir haben die Möglichkeit, die unterschiedlichen Weisen des Zugriffs, so könnte man sagen. Also eigentlich, es geht hier um Wahrnehmung, die unterschiedliche Wahrnehmungsweisen zu erfassen. Wir können erfassen, begreifen, dass wir den ein und denselben Gegenstand auf die eine oder andere Weise betrachten. Das Beispiel, was ich vorhin gegeben habe, ist ja schon so, nicht? Sie können entscheiden, prinzipiell ist es Ihre Entscheidung, ob Sie mir semantisch den Inhalt zuhören oder umschalten auf einfach nur den Klang oder umschalten auf den anderen Raum, auf die Klänge, die da kommen oder so. Das ist eine Entscheidung. Und abhängig von dieser Entscheidung wird Ihre momentane Wirklichkeit sein. Das heißt, Wirklichkeit ist nicht gleich Wirklichkeit, weil je nach Entscheidung nehmen Sie etwas anderes wahr. Also Wahrnehmung ist nicht einfach, dass da draußen ist, passiert etwas in der Welt und dann habe ich gewisse Sensoren und das Gehirn und das über diese wird das dann zu mir transferiert. Das ist nicht so, sondern es gibt eben Modi, unterschiedliche Arten der Entscheidung, unterschiedliche Arten der Wahrnehmung und der Vergleich. Wenn ich das mal begriffen habe, dass ich zum Beispiel switchen, umschalten kann zwischen zwei unterschiedlichen Weisen, die gleiche Sache zu betrachten. Wenn ich jetzt die beiden Arten selbst vergleiche, in diesem Vergleich, ich denke, das ist der Vergleich selbst von Wahrnehmungsmodi. Das ist der Punkt, an dem ich den direktesten Zugriff auf Wirklichkeit habe. Jetzt sind wir doch in dieser, das was ich seit zweieinhalb Wochen, seit es dieses metabolische Büro zur Reparatur von ja, welcher Wirklichkeit eigentlich dann versucht habe zu vermeiden, die Diskussion, die hier in der Akademie seit anderthalb Jahren in der Vorbereitung und die Erörterung, die geführt worden sind, dass wir dann doch anfangen darüber nachzudenken, was ja nicht schlecht ist. Was könnte Wirklichkeit sein, was könnte es für uns bedeuten? Du hast es jetzt selber so ausgeführt, also ein bisschen ja, von so einer Verstehensgeschichte her, die wir alle wahrscheinlich auch kennen, von uns selber und in unterschiedlichen Zusammenhängen. Der landläufige Begriff, und das ist dann auch die große Frage, ist natürlich der, die Wirklichkeit sei irgendwas, das man sich nur versuchen würde, bewohnbar zu machen. Die ist vorhanden, man kann sie wahrnehmen, man macht sie bewohnbar. Und alles, alle Untersuchungen, alle wissenschaftlichen Erörterungen, Diskurse, und zwar die naturwissenschaftlichen, wie die geisteswissenschaftlichen, die psychologischen, die Menschenkunde und so weiter, beweisen natürlich das Gegenteil. Also das heißt, wir sind mit einer Genese, permanent mit einer Genese befasst. Und aber dieses Stück für mich handelt eigentlich dann genau von dem sozusagen dem goldenen Schnitt, in dem Sinne, dass weder das eine noch das andere ausschließlich für wahr genommen werden kann, nämlich weder zu sagen, da draußen ist irgendwas, ja, das ist ja alles meine Genese, also ich erfinde das mehr oder weniger, also vulgarisierter, wie gesagt, ich bin kein Philosoph, Kant oder Fichte,
Aber das hat die Romantiker ja so unglaublich beeinflusst. Also die Schlegelbrüder, Novalis, die Jena-Romantik, die Entdeckung sozusagen, dass die Welt etwas ist, was auch innen, vor allem auch innen entsteht und von innen her seine Qualitäten bekommt. Und auf der anderen Seite natürlich die Gefahr dessen, weil ab und zu ist so eine Wirklichkeitswahrnehmung von außen auch ganz nützlich. Also wenn ich weiß, dass der eine, habe ich letztens schon mal gesagt, der eine Giftpilz, also nicht zu konsumieren ist, nur 3 sind tödlich von denen, die wir hier finden können. Es ist besser, man kennt die und kann die unter den Knollenblätterpilz unterscheiden von den anderen, die ganz ähnlich aussehen. Dann ist es einigermaßen nützlich. Also, und irgendwas in diesem Stück wird dann doch auch zur Metapher. Also jenseits des Verstehens dieses Textes, das ist ja dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Subtext, einer, der irgendwie so, ich bekomme so ein paar einzelne Sachen noch vielleicht mit, aber letztlich ist das Ganze eine Metapher im Sinne des Wortes, also es wird etwas herübergetragen, es wird über sich hinausgetragen auch, was genau diesen Prozess angeht, nämlich das Rauschen, verzeih mir, wenn das zu banal ist, jetzt in der Interpretation, aber das Rauschen hat ja schon sowas von einer Objektivität für mich, wenn ich da sitze und höre. Es rauscht einfach hier gewaltig aus den Boxen raus und es hat auch was Gegenständliches, es ist wie ein Objekt, was sich mir entgegenstellt und dazwischen sitzt eben ein Mensch, zwischen diesen beiden Boxen und der versucht, oder er artikuliert, er versucht sich irgendwie doch verständlich zu machen. Oder ich weiß, wenn das Rauschen nicht da wäre, hätte ich wahrscheinlich oder mit Sicherheit die Chance, einigermaßen der Semantik zu folgen. Gut, wir verzichten auf den semantischen Aspekt, wir verzichten auf, also es ist das Anästhetische daran, also es wird auf einen bestimmten Aspekt, er wird in die Nichtwahrnehmbarkeit katapultiert und in dem Moment entsteht auf einmal eine klangliche, eine musikalische Zwischenzone, das, was ich eben die Verschmelzung genannt habe, in einem bestimmten Frequenzgang. Und vielleicht, und irgendwo zielt dann, darauf zielt ja, dieser Text macht, Sie haben ihn jetzt leider nicht, aber inhaltlich betreibt er das ja auch am Ende. Ich habe ihn, wie gesagt, nur einmal gelesen, aber zielt er ja auch darauf, dass das Wirkliche als Vorgestelltes, wie das Vorgestellte als Aspekte des Wirklichen, also sozusagen, dass von beiden Seiten aus diese Wirklichkeit, mit meinen Worten gesagt, begehbar gemacht werden sollte oder könnte. Also das Rauschen als äußerer Gegenstand steht dann doch ein bisschen für eine Welt, die sich uns entgegenstellt. Vielleicht ist es in dem Zusammenhang interessant zu wissen, dass das Rauschen gebildet ist aus der Summe aller Frequenzen genau mit meiner eigenen Stimme. Also wenn ich genau diesen Text durchspreche, diesen ganzen Text spreche, ohne Rauschen, und dann sozusagen die Summe, die klangliche Summe dieser gesamten Lesung bilde, das ist dieses Rauschen. Das heißt, im Grunde wird die Stimme durch meine Stimme verhüllt, wenn man so will. Nicht? Also das ist auch ein Aspekt, der meinetwegen vielleicht deine Metaphern füttern könnte. Ja, beziehungsweise genau, also das, was sozusagen als innerer Vorgang, Entstehensvorgang dann herausgefiltert wird letztlich, also und addiert wird auf eine Art und Weise, stellt sich dann wieder dir entgegen. Also da beißt sich die Katze im guten Sinne in den Schwanz. Jetzt kann ich dir aber, ich mache einen Sprung jetzt, weil, das sage ich jedes Mal, wenn wir jetzt in die Tage hier sowas Vergleichbares hatten, im weitesten Sinne eine gemeinsame Veranstaltung, als wir dieses ganze Projekt als Akademie in die Gänge brachten, in sehr unterschiedliche Gänge, es läuft ja über mehr als 3 Monate und fast eigentlich alle Sektionen sind beteiligt, also das, was man sonst immer so sich erträumt oder wünscht transdisziplinarischen Aktivitäten, findet diesmal wirklich statt. Da war für uns als Initiatoren doch ein politischer Aspekt mit im Spiel. Ich
ich muss jetzt mal so, es hat, mit politisch meine ich etwas, was wirklich auch als politisch im landläufigen Sinne konnotiert ist, nämlich das Verhältnis von Ästhetik, aber auch Anästhetik, nämlich das, was wir eben nicht wahrnehmen sollen, um andere Dinge wahrnehmen zu können. Das Verhältnis von im weitesten Sinne auch unseren Tätigkeiten als Kunstschaffende, als Kulturschaffende, als Leute, die an ästhetischen Erzeugnissen interessiert sind, damit umgehen. Das Verhältnis dieses Komplexes, der ja doch immer mehr nur so als eine Art Sahne auf dem Cappuccino angesehen wird, zu dem politischen Raum, gesellschaftspolitischen, politgesellschaftlichen Raum, in dem wir uns befinden. Weil, nur noch der eine Nachsatz, weil das, was so als weiche, ja eben Akzidenzien uns verkauft wird, also Kunst und so, ist ja ganz nett, aber es macht ja nicht unsere, sozusagen die Realität aus, die ökonomische, die finanzielle und so weiter Realität. Aber wie weit ist das letztlich das, was gerade im Moment in dem Zeitalter von Google und wo bestimmte Algorithmen, Softwareoperationen ja die Menschheit beginnen zu determinieren. Inwieweit stehen wir auch konkret in der politischen Verantwortung? Ist jetzt zu moralisch, moralinsauer formuliert, aber wie weit müssen wir diese Beziehung wenigstens herstellen? Ich persönlich neige ein bisschen dazu, immer schon, aber ich wollte dich fragen, wie weit dieser gesellschaftspolitische Raum in deiner Arbeit und vielleicht auch in diesem Stück irgendwie eine Rolle spielt. Schwer zu beantworten. Ich neige dazu, keine allgemeine Antwort zu geben, sondern eine sozusagen konkrete Antworten bei den einzelnen Fragestellungen oder Aufgabenstellungen zu geben. Ich begreife manchmal mehr und zunehmend sozusagen allein schon als Komponist allein schon die Situation des Konzerts, die bürgerliche Konzertaufstellung mit dem, so wie wir da vorne sprechen und den Sie da unten Schweigenden, die jetzt zuhören müssen, allein das schon eigentlich ein Problem. Nicht? Und ich versuche manchmal dieses Problem in meinen Stücken irgendwie greifbar zu machen oder anzupacken oder irgendwie sichtbar zu machen und so. Also nicht einfach die Situation hin, sondern das ist eins von vielen konkreten Beispielen, die man vielleicht, wenn man möchte, politisch nennen kann. Aber es ist jetzt nicht genau die Art von Politik, von der du gesprochen hast. Dazu wüsste ich jetzt vielleicht in dem Sinn, also im Sinne einer Bewertung oder so etwas von was unsere Rolle ist. Ich denke, wenn es sozusagen um eine Abwägung, sozusagen einen Vergleich, eine Bewertung zwischen Kunst und anderen Dingen in der Wirklichkeit wie Politik und so weiter geht, dann würde ich sogar sagen, eine der wichtigsten und eine der großartigsten Funktionen von Kunst ist genau diese Art Vergleich zu verweigern und sich zu entziehen und einen anderen Raum herzustellen, in dem diese Kategorien, zum Beispiel wie Funktionalität oder was ist das jetzt wert und was taugt es, was teilt es mir mit, zu entziehen. Nicht? Und auch in dem Stück gerade gibt es natürlich auch auf gewisse Weise ja auch den Entzug, wenn man so will. Also anstatt der Information gibt es zu einem gewissen Grad Schwarzfilm, den sie präsentiert kriegen. Also, und ich denke, dass vielleicht sogar eine der, wenn ich mal was Abgehobenes sagen darf, nobelsten Aufgaben der Kunst ist. Ich verzichte jetzt darauf, sozusagen da weiterzugehen, weil da könnten wir, ich stimme dir zu, und gerade je weniger etwas sich politisch gebärdet, desto politischer kann es sein. Also das nur noch ein. Aber ich möchte es kurz jetzt öffnen. Ich glaube, in der Proportion ist es wahrscheinlich richtig. Gibt es, wenn du nichts dagegen hast, bitte gerne. Gibt es Fragen, Bemerkungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, etwas für die Zukunft? Bitte. Wie trägt es? Mich hat gestört, wie Sie Kunst und Politik auf eine Ebene bringen gleich. Also Kunst und Wissenschaft würde ich zusammenstellen als gleichwertige Partner, sage ich mal. Und
Im Übrigen war Ihre Bemerkung oder Ihre, das, was Sie gesagt haben, war eher so wirklich ein, der mehr oder weniger gelungene Versuch zu entfleuchten auf ein Terrain, wo, was Sie gleichzeitig so ein bisschen wenig definiert haben, eigentlich so ein Freiraum, der den Künstlern reserviert ist und meinetwegen auch nur teilweise dem Publikum und wo man aber auch heute nur selten wirklich frei und auf dem Tacheles redet oder Tacheles irgendwie die Dinge benennt. Dass wir in einer Welt leben, wo der Präsident dieser Akademie, Herr Steck, seit ungefähr einem halben Jahrhundert mit seinen Plakaten versucht aufzuklären und es gelingt auch für eine relativ kleine, was weiß ich, Promillebereiche der Menschen, das zu erreichen. Und man spendiert eben 300 Litfaßsäulen, auch etwas klein und grau gestrichen mit jeweils 10 Plakaten. Und fast niemand, den ich gesprochen habe, hat das in der Stadt gesehen. Erdrückt wird das alles von der Macht der Reklame. Und ja, diesen Platz weist man uns zu, aber ich persönlich bin der Meinung, wir sollten wirklich etwas mehr raus aus diesem Freiraum auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das an mich gerichtet war, der Anfang jedenfalls Ihrer Rede, wo Sie meinten, ich hätte die Politik und die Kunst aufs Gleiche gestellt. Ich glaube, ich wollte eigentlich das Gegenteil sagen. Ich wollte eben genau sagen, dass ich diese Vergleichbarkeit gar nicht zulassen möchte oder diesen Vergleich gar nicht zulassen möchte. Also das muss ein Missverständnis gewesen sein. Noch weitere Kritik, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Tipps für die Zukunft? Ja. Das Thema der Mehrschichtigkeit wäre interessant, wenn er eine Frage von politischer Haltung und die Position, nicht Position, was Peter einfach Funktion der Kunst und der Künstler in der Gesellschaft. Es wäre schön, vielleicht ein bisschen weiter über Rauschen, Mehrschichtigkeit der Interpretation. Zu sehen, was für Europa, um Zentraleuropa bedeutet, vielleicht noch eine Trennung von Vorstellung und Wirklichkeit und was in anderen Kulturen vielleicht überhaupt nicht existiert. Hm? Und wie weiter wir über diese Mehrschichtigkeit da gucken. Ich glaube, das könnte viel, also von Flexibilität meine ich, in der, ich schlage vor, so etwas ein bisschen vielleicht weiter mit dem Thema. Ne? Ich glaube, der goldene Schnitt gerade da ist. Ne? Also wie viele verschiedene Interpretationen und Sichtweise von derselben Skulptur. Natürlich ist es abhängig von wie reich ist die Sache da, dass das anbietet. Ne? Also, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht mehr geübt. Ja? Darf ich da ganz, weil das, ich glaube, das trifft sich natürlich gar an der Stelle, die Peter eben auch ansprach, hinsichtlich des möglichen Perspektivwechsels. Also inwieweit sind wir in der Lage, auf den vermeintlich selben Gegenstand immer wieder aus anderen Blickwinkeln zu sehen und letztlich, verzeiht mir, wenn ich das immer wieder so auf dieses anthropometrische Maß oder so die Verhältnisse bringe, letztlich ist es auch die Frage der Empathie. Wie weit sind wir in der Lage, uns in andere Menschen zu versuchen, hineinzuversetzen, was ja prinzipiell unmöglich ist, weil wir laufen ja alle und da sind wir in demselben Paradox. Einerseits sind wir uns unglaublich fremd, fremder geht es gar nicht, also wirklich völlig abgetrennt. Und auf der anderen Seite, das ist das Paradox, sind wir uns so gut wie einig. Mm-hmm.
Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen kann. Kann doch nicht sein. Also, die Fragestellung war, ist wunderbar. Ich denke... Ich denke, das ist das, woran ich arbeite. Mehr und mehr in den letzten Jahren. Und ich habe fast den Eindruck, ich kann die Stücke besprechen, die ein bisschen älter sind, und den neuen Sachen, da weiß ich es noch gar nicht so genau, wo die genau siedeln. Aber es geht ganz exakt darum, und es fokussiert sich auch immer mehr darum. Also sozusagen nachvollziehbar, verstehbar oder auch sogar sinnlich erlebbar zu machen, dass es nicht nur eine Blickweise gibt, sondern mehrere. Nicht, dass wir, ich versuche fast so etwas zu tun, um anzuknüpfen auf das, was du gerade gesagt hast, als könnte man sozusagen in die Haut von einem anderen schlüpfen, und während ich hier sitze, kann ich sehen, wie sie da jetzt sitzen. Oder wir vielleicht sogar uns beide vergleichen, wir gucken in die gleiche Richtung, wir haben so ziemlich einen ähnlichen Klang, und ich zu vermitteln, was ist genau die Differenz zwischen dir und mir in diesem Moment, wo wir beide eigentlich uns auf die gleiche Sache konzentrieren. Weiter weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir weiter können oder so. Bitte. Gibt es außerhalb, dass Sie sagten, wer dem Rauschschlitzen, dass sich dann Ihre Stimme so mit dem S im tieferen und höheren Bereich sich verbunden hat? Gibt es Entscheidungen, die Sie getroffen haben, inhaltlich auf dem Text? Nee. Dann geht es hauptsächlich dann um die Länge, dass Sie gesprochen haben, dass ein neuer Fragment, ein neuer Schlitz kommt? Die Sätze sind sehr unterschiedlich lang, die Sätze. Manche sind, kurze Sätze sind sieben Worte, lange Sätze sind eine Viertelseite. Und mit jedem Satzbeginn kommt eine neue Rauschfarbe. Und Ihre Stimme ist, war die Vorlage für dieses Rauschen, und das ist Ihre Stimme, die Sie benutzt haben beim Deutschsprechen. Das stimmt. Das stimmt. Interessante Frage, sehr scharfsinnig. Jetzt wäre die interessante, was ist der Unterschied im Rauschen zwischen englischem Rauschen und deutschem Rauschen? Ja, mit der gleichen Stimme. Habe ich nicht ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen, bei anderen Sprachen vielleicht noch, ich könnte mir vorstellen, dass zwischen Englisch und Deutschen die Konsonanten zum Beispiel, nicht vokale Konsonanten, es ist nicht so unterschiedlich. Aber man könnte sich, meinst du? Aber man könnte bestimmt Sprachen vorstellen, die einfach deutlich weniger oder einfach deutlich mehr Konsonanten, Polnisch zum Beispiel, fast nur aus Konsonanten zu bestehen scheint, oder so etwas, wo dann tatsächlich das eine Auswirkung haben müsste auf die Farbe. Bin ich ziemlich sicher. Sehr scharfsinnige Frage. Fast eine Kritik. Ja, ich werde es das nächste Mal beherzigen. Zumindest probieren, ob es anders klingt. Schöne Frage. Peter, du hast vorhin gesagt, dass alle der Dinge, die dich auch beschäftigen oder die in deinen Arbeiten vorkommen, eine andere Art von Vorstellung oder Vermittlung von Musik ist als die, in der wir uns jetzt auch gerade befinden, also gegenüber Publikum, Bühne und so weiter. Und ich kann mich an deine Arbeit mit den Stühlen erinnern, die irgendwo stehen in der Landschaft, nicht irgendwo, aber in der Landschaft stehen, man setzt sich selbst hin. Also ich habe das selbst im Garten zum Beispiel auch nachgestellt mit ganz vielen Plastikstühlen, und man nimmt tatsächlich anders wahr. Aber was denkst du eigentlich, was ist denn der große Unterschied? Gefällt dir das nicht, dass wir dir gegenüber sitzen und dir zuhören? Was verändert sich denn dann, wenn man das aufbricht, dieses Gegenüber, dieses klassische Konzert gegenüber? Naja, zumindest schon mal das Bewusstsein. Sagen wir mal, sehr
Die sehr generelle Antwort ist natürlich, sehr allgemeine Antwort ist natürlich, dass ich mir irgendwann bemerkt habe, dass der Komponist, der klassische Komponist im klassischen Sinne, der für Instrumente, Bühne etc. schreibt, so viele, unendlich viele Voraussetzungen einfach annimmt und die er nie reflektiert. Er füllt sein Notenpapier aus, übergibt es den Musikern und die spielen das dann, nicht? Das hat er natürlich gelernt und das ist ein hohes Handwerk und so weiter und so fort. Aber es gibt so viele Komponenten, die zum Beispiel so ein Konzert ausmachen. Und eben das eine ist zum Beispiel so eine Sitz, also eine Ordnung, eine Sitzanordnung, ein Stuhlreihen und so etwas. Das ist ein Teil des Konzerts. Und es ist auch eine Weise, das erwähnte Stühle-Stück wollte ich letztes Jahr, als ich auf einer Persienreise machen, mitten in der Wüste. Das Lustige, es gab keine Stühle, weit und breit. Es gab nur Teppiche. Man sitzt dort auf Teppichen. Da ist es mir war es natürlich vorher auch klar, aber da ist es mir nochmal wirklich wie ein Schlag vor den Kopf klar geworden, wie sehr das wiederum auch eine westliche Art und Weise ist, aber eine sehr typische westliche Art und Weise zu hören, nicht? Diese Stuhl rein zu sitzen und still zu sein und nur zu hören, nicht? Also es ist nur diese Stühle sind eine Komponente. Die andere ist überhaupt sozusagen grundsätzlich die Fragen nach der Wahrnehmung zu stellen und andere Dinge, die mit der Konvention des Konzertsaals, des Ritual und so weiter zu tun haben. Und also alle diese Dinge da rein also aufzugreifen und zu untersuchen. Was es jetzt dann tatsächlich tut, ich wüsste jetzt nicht, wo ich da ansetzen soll mit der Frage. Natürlich macht es, wenn ich wirklich Stühle, jetzt, da standen ja welche draußen vor der Akademie der Künste, direkt vom Eingang, standen irgendwie 20 Stühle in Reihen, man konnte sich da hinsetzen und eben die Situation, die da war, genießen wie ein Konzert oder wenn man möchte, wenn man das Visuelle betont, dann natürlich wie ein Theater auch, nicht? Wie eine Oper meinetwegen, nicht? Aber es ist natürlich, die Besonderheit ist ja, was dann passiert, die Veränderung, die mit uns passiert, wenn wir uns darauf einlassen, ist ja natürlich, wir gehen ja durch unseren Alltag normalerweise und zu 99% oder vielleicht sogar noch mehr, nehmen wir unseren Alltag nur funktional wahr, nicht? Wir hören ein Auto, das kommt und machen einen Schritt beiseite oder ein Fahrrad und so weiter, also diese Warnzeichen, aber den Rest blenden wir eigentlich aus. Meistens sind wir in unseren Gedanken gefangen oder ich sage wie an der Schnur entlang durch unser Leben gezogen, unsere Gedanken, die wir nie ausschalten können. Es braucht schon eigentlich einen bewussten Akt, jetzt zu sagen, jetzt zum Beispiel mitten in der Stadt zu sagen, jetzt nehme ich das mal rein ästhetisch oder so wahr. Das passiert, es braucht schon diesen bewussten Akt, nicht? Und anders passiert es nicht. Oder fast nicht. Und von daher ist das auch eine radikale Veränderung. Ob ich die gleiche Situation rein funktional wahrnehme oder eben als Klang, als Ästhetik, als Musik vielleicht sogar, nicht? Also das ist eine, das rührt wieder an den Punkt, den wir diskutiert haben, nicht? Dass Wirklichkeit, eben die Wirklichkeit eben von verschiedenen Seiten auch zu sehen. Und das, insofern ist es genau auch dieser Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass manchmal eben die Kunst dann doch diesen Schnitt machen kann. Ich sage mal, das ist mehr so wie ein Schnitt von einem Band. Das Band ist unser Gedankenband. Und das manchmal zu durchtrennen. Und dann ist ein Moment lang der Gedanke still und dann höre ich etwas oder sehe etwas. Und das ist irgendwie schon immer wieder ein kleines Wunder, das die Kunst manchmal erreichen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passend ist, was ich erzählen möchte. Mir fällt, als Sie sagen, ein Wunder, eine Geschichte ein, die man hörte, ob sie stimmt oder nicht, weiß ich nicht.
dass in Stalingrad, mitten in dieser Hölle, plötzlich jemand Klavier gespielt hat und es war still und beide Seiten haben zugehört für die Zeit, wo dieses Klavier spielt. Das war ohne Verabredung, das war plötzlich da, ein Wunder. Sowas gibt es ja bei uns gar nicht. Bei uns sind jetzt immer Verabredungen notwendig. Ne? Man muss eine Karte kaufen, irgendwo hingehen oder, also es sind immer Vorbereitungen, das ist ein großer Luxus. Also so zum Beispiel spontan Musik zu machen oder zu hören, das unterliegt bei uns ganz vielen noch anderen Regeln. Und ja, also zum Beispiel, wir haben als Kinder ganz viel gesungen, weil wir hatten keine Apparate und nichts, wir hatten keinen Schallplattenspieler, kein Radio, wir haben gesungen. Auf der Straße haben wir zusammen an der Ecke gestanden und gesungen. Sowas gibt es auch nicht mehr, das ist alles so technisch überfrachtet heute und wird immer mehr organisiert. Also sowas fällt mir jetzt ein bei dem Ganzen. Danke. Ich glaube, umso mehr ist die Frage, wie weit sind wir in der Lage, wenn so eine Apparatepräsenz auch so wichtig ist und so wenig. Also das Musikmachen mit dem Musik konsumieren, sage ich mal, zusammenhängt oder diesen unterschiedlichen kodifizierten Formen, umso wichtiger ist doch dieser Bewusstseinsschnitt, den Peter auch eben gemeint hat. Also da ist ja dann eigentlich sehr stark in uns hinein verlegt die Frage, wie man so einen Wahrnehmungsmoment kreiert, was natürlich kollektiv nochmal was ganz anderes ist. Also das, was Sie beschreiben vom Schlachtfeld, das ist natürlich ein unglaubliches Bild. Aber letztlich die Frage, wie weit ist eine Besinnung möglich, der Schnitt? Und irgendwie einen Moment da zu sein und nicht nur zu funktionieren. Und das übrigens, das kann ich mir nicht verkneifen, das ist die Grund, also auch mit dem Übersteigen, mit dem Übermalen des Rahmens, das ist die grundromantische Denkfigur. Könnte ich jetzt, also... Nur eine Frage, ob du noch mal eine Seite lesen könntest zum Schluss. Mitrauschen. Mitrauschen. Ah, ja. Wirklich? Aber auf Deutsch. Auf Deutsch? Will das noch wer? Zugabe. Technik bereit? Ja. Das eine setzt das andere voraus. Die Vorstellung eines Wirklichen als Vorgestelltes existiert nur als Gegensatz zur Vorstellung eines Wirklichen ohne Vorgestellten, sowie die Vorstellung eines Wirklichen ohne Vorgestellten nur als Gegensatz zur Vorstellung eines Wirklichen als Vorgestelltes existiert. Eine Frage, die aber eigentlich keine Frage, sondern allenfalls die Vorbereitung der eigentlichen Frage ist, wäre die, ob die Vorstellung der Gegensätze als einander gegenseitig voraussetzende schon so etwas wie die eigentliche Frage darstellt oder sich ihr zumindest nähert. Vielleicht wäre es eine Annäherung, wenn es mir gelänge, den genauen Aufenthaltsort des Wirklichen nicht mehr festlegen zu wollen, nicht nur entweder hier oder dort angesiedelt haben zu wollen, an einen Ort binden zu wollen. Vielleicht, wenn ich bereit wäre, das Wirkliche zwischen Wirkliche und Vorgestellte fluktuieren zu lassen und gleichermaßen das Vorgestellte zwischen Vorgestellten
begriffen sind. Vielleicht wäre das eine Annäherung und vielleicht hätte ich es dann mit einem Wirklichen zu tun, die meinen Gedankenkäfigen ein ganz klein wenig durchlässig merken und ließen und die allein dadurch schon dem Leben ähnlicher wären als die Tod. Das Wirkliche und das Vorgestellte würden dann keine Gegensätze mehr bilden, sondern als und nur als das jeweils hat.